herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Heute machen wir was ganz anderes. Und zwar geht es heute nicht um Videografen oder so, sondern es geht heute um Schauspieler, Regie. Ich habe heute jemanden eingeladen, Stefan Job heißt er, nicht zu verwechseln mit Steven Job. Und er ist 64er Jahrgang, er ist in Wuppertal geboren, er hat Schauspiel studiert, richtig. Er hat schon bei großen Sachen mitgearbeitet, und zwar Anwälte der Toten, Lindenstraße war er mit dabei, bei Vollnormal war er mit dabei und bei Unter uns hat er mitgewirkt. Und er hat eine sehr angenehme Stimme, das passt eigentlich ganz gut, weil er ist noch Sprecher, Synchronsprecher nebenbei. Vielleicht hat der ein oder andere ihn auch schon mal gehört. Und ja, jetzt sind wir natürlich alle gespannt auf seine Stimme. Herzlich willkommen, Stefan, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf, Sven. Also cool, dass du auf mich gekommen bist und dass du gesagt hast, wir machen mal so einen Podcast. Also finde ich super cool, ja. Ja, cool. Ja, ich bin immer so in der Gruppe und schaue immer nach, wer ist da interessant und was spricht mich an. Und das sind so ein paar Faktoren gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das muss ja nicht immer das Gleiche sein, das ist ja dann auch langweilig, sondern da müssen wir mal jemanden reinholen, der auch auf der anderen Seite der Kamera mal steht und auch mal so erzählt, wie der das so empfindet. Und deswegen, wir machen aber trotzdem das Ähnliche, zwar mit persönlich, mit Workflow und Marketing. Und ganz am Schluss nochmal eine Schnellfragerunde. Und zwar persönliches. Wenn du jetzt auf der Party bist und irgendeiner fragt dich, was machst du eigentlich, Stefan, vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ja, als erstes sage ich dann schon immer mal, ich bin Schauspieler. Ne? Und dann gucken sie halt, ah ja, dann kommt ja meistens, kann man davon leben. Dann sage ich, nein. Deswegen mache ich auch noch Sprecher und Moderator und ja, ein bisschen Promotion und auch Regie, aber da verdient man halt noch weniger. Also je nachdem. Okay. Und wenn, aber schon als erstes würde ich immer sagen, ich bin Schauspieler, ja. Und wenn dich jetzt jemand fragt, wie bist du dazu gekommen, was sagst du dann? Oh, dann sage ich, das geht ganz weit zurück, tatsächlich zur Schulzeit. Ich habe angefangen mit 12 schon Geschichten zu schreiben und habe gesagt, okay, ich bin nicht gut genug als Autor. Das habe ich damals schon gemerkt. Ich habe eher in Bildern geschrieben. Und habe ich mir überlegt, was machst du damit? Ja, das könnte ein Drehbuch werden, aber wenn du ein Drehbuch hast, dann gibst du das ab und dann macht irgendeiner einen Film da draus, der dann nicht so wird, wie du es dir gedacht hast. Mhm. Also habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe und werde Regisseur. Das war eigentlich mit 12 so mein Wunsch. Okay, und dann hast du ja nicht Regisseur gemacht, dann bist du ja erstmal zur Schauspielerei. Richtig, und das kam halt auch daher, ich habe dann angefangen, eigene Theaterstücke auf die Bühne zu bringen. Wir haben die erste Theater-AG bei uns in der Schule gehabt damals. Das war, glaube ich, 1976 oder 78 dann irgendwann rum. Und haben Stücke von mir aufgeführt und dann war halt wirklich immer ausverkauft, tolles Publikum. Cool. Und dann saß auch einer da und hat gesagt, hey, super cool, du spielst ganz toll. Willst du nicht Schauspieler werden? Und wenn ja, Film, Fernsehen. Ich sage, wieso Film, Fernsehen? Ganz einfach. Du hast eine coole Mimik und Gestik. Mhm. Die sieht man im Theater vielleicht bis zur Reihe 8. Dahinter wird es ein bisschen schwieriger. Und im Fernsehen oder im Kino auf der großen Leinwand sieht es jeder. Okay, cool. Und ich so, ach. Na, weil das habe ich gemerkt, dass mir das auch liegt, dass ich das kann. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Machst du jetzt doch Regie oder machst du Schauspiel? Und da habe ich mich ein bisschen informiert und habe gesehen, damals gab es eigentlich nur die Filmhochschule in München. Es gab noch nicht so viel Auswahl wie heutzutage. Mhm. Und da war dann zu dem Zeitpunkt war der Emmerich gerade da drauf und der Petersen war auch dann irgendwie. Und dann hat man so geguckt, was machen die für Filme? Und da war ich sehr enttäuscht, weil ich hatte den Eindruck, jeder, der da seine Ausbildung gemacht hat, macht denselben Film danach. Okay, ja. Ja, also damals, wie gesagt, war es irgendwie alles ein bisschen sehr eingefahren. Da habe ich gesagt, okay. Und man brauchte auf jeden Fall Abitur. Ich habe gesagt, warum eigentlich? Ich mache Film, ich bin Künstler, warum brauche ich überhaupt was? Ich war noch nicht so weit, ich war damals in der 11 dann irgendwann. Und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was? Dann gehst du den Weg über den Schauspieler. Und dann kannst du immer noch irgendwann die Seiten wechseln. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Dann gab es in Düsseldorf die Schauspielschule Düsseldorf und die haben gerade neue Aufnahmeprüfungen gehabt. Ich hatte mich auch in Bochum und Essen beworben, auf den staatlichen, aber da hast du halt 1000 Bewerber und 10 werden genommen. Mhm. Und das war damals extrem hart. Und da gab es halt genauso wenig, wie es eben die Filmhochschulen gab, gab es auch viel weniger Schauspielschulen. Und da war ich froh, dass die Düsseldorfer Schauspielschule mich dann genommen hat. Und da hatten wir eine Probezeit und kein Vorspielen. Und das fand ich auch sehr schön, da hast du halt einen Monat Zeit zu zeigen, was du kannst. Wenn du einen schlechten Tag hast, kann es ja beim Vorspielen passieren, dass das für dich war. Ja, ja, logisch, ja. Ja. Aber so hast du halt einen ganzen Monat Zeit und da habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding. Habe aber trotzdem auch immer mal wieder Regie gemacht. Also das schon dabei auch. Mit mir selbst in der Hauptrolle. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht ganz so gut, weil ich kann mich nicht zu 100% auf beides konzentrieren.
Das ist so, ja. Da macht man eins 100%, das andere dann nicht so, weil es kann ja, wie du sagst, das geht ja gar nicht. Also du kannst genau. ja nicht gleichzeitig den Monitor beobachten, während du selber spielst. Das ist ja schwierig. Also. Richtig. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, dass so ein paar Sachen, dass ich dann als Schauspieler mit mir in einigen Szenen unzufrieden war, weil halt wirklich keiner da war, der gesagt hat, mach das nochmal, mach das besser, mach es anders, mach es so. Und habe ich gesagt, okay, ich würde schon gerne in meinen eigenen Sachen auch trotzdem mitspielen, aber eben dann nur wirklich eine ganz kleine Rolle. Und wenn es irgendwas richtig Cooles ist, dann gebe ich die Regie halt auch gerne ab. Und wie ging es dann los? Wie kamst du dann zum Beispiel, du hast ja, glaube ich, angefangen mit der Lindenstraße, war das erste, oder? Ja, das ist richtig. Also ich war gerade in der Schauspielschule, einige Semester waren vorbei und ich saß so ein bisschen gelangweilt rum und habe gesagt, was lerne ich denn jetzt noch? Und die Lehrerin meinte damals, ja, ab jetzt kommt nur noch Bühnentechnik. Ich so, ja toll, ich will doch zum Film und Fernsehen. Und dann sagte sie, für Film und Fernsehen bist du eigentlich fertig. Okay, ja? Und dann sagte sie, geh raus, guck, ob du was kriegst, ob es sich was ergibt. Wenn es nicht klappt, kommst du zurück. Ich so, ja, das ist ein super Angebot. Mhm. Damals gab es noch kein Internet, kein nichts. Also im Grunde musstest du dich auf eine Zeitung verlassen, wo vielleicht mal steht Casting. Ja, Und da stand tatsächlich Casting. Da wurde der Film Die Katze mit Götz George besetzt, hier in Düsseldorf, gedreht von Dominik Graf. Also wirklich super Besetzung, super Regie. Und die haben Komparsen gesucht. Ich so, vielleicht haben die ja noch was anderes. Dann bin ich dahin in so große Sporthalle, habe gesagt, hallo, ich bin Schauspieler, habt ihr noch eine Rolle? Und man weiß ja erstmal nichts, wie das so abläuft alles. Ne? Ja, dann haben die gesagt, ja, die Rollen sind alle besetzt, wir hätten nur noch Komparsen, aber da hinten sitzt jemand. Und der macht was ganz Neues, etwas, was es in Deutschland noch nie gegeben hat. Ich so, aha. Und dann saß der Horst D. Scheel, heißt der Mann. Mhm. Der saß dort. Und dann bin ich hin, ich habe gesagt, hallo, ich bin Schauspieler. Und er so, ja, super, wir wagen etwas ganz Neues. Wir drehen eine Serie, eine wöchentliche Serie. Ich so, aha. Und das hat es bisher nicht gegeben. Und das probieren wir. Und das ist die Lindenstraße. Ich so, ah ja, cool. Und dann hat er gesagt, komm doch mal vorbei zu mir und dann machen wir ein Video-Interview und gucken mal, was für dich da passt. Ja, und so bin ich dann zu ihm gefahren. Ach so, und dann hat er gesagt, hier für die Katze ist halt nichts mehr übrig, aber du kannst gerne trotzdem halt zumindest eine kleine Rolle hier haben, dass du zumindest mal im Bild bist. Ja. Und da ist das dein erster Film. Ich so, ja, alles klar. So habe ich in der Katze halt, bin ich dann mal durchs Bild gelaufen und bin dann halt zum Horst nach Köln und wir haben das Interview gemacht. Und dann hat er gesagt, er hat tatsächlich eine Rolle, auf die ich sehr gut passen würde. Circa 100 bis 150 Folgen, also direkt was richtig Fettes. Oi, okay. Und da würde er mich vorschlagen. Dann ging es weiter, dann war ich in der Endauswahl. Wir waren nur noch zu zweit für diese Rolle. Mhm. Und er sagte, ja, wow, super cool, das wäre natürlich ein Start für dich. Ich so, ja, dachte, ich bin davon fest überzeugt, dass du die Rolle kriegst, weil du hast die Ausbildung, der andere hat nichts. Und du passt super da rein. Mhm. Ja, und dann eine Woche später rief er mich an und sagte, tut mir leid, Geißendörfer hat doch den anderen genommen aufgrund des Videos, was wir gemacht haben. Du warst ihm auf unserem Interview-Video zu nett. Und da habe ich gesagt, okay, was ist das denn für eine Begründung? Ich bin Schauspieler, ja? Natürlich bin ich nett, wenn ich mich so normal unterhalte. Ja. Ich sage, ein Casting wäre ja mal nicht schlecht gewesen oder irgendwas, dass ich mal was vorspielen kann. Ja. Das tat ihm so leid, dass er mich dann im Grunde also geguckt hat, ich pack dich jetzt erstmal irgendwo rein. Und dass er mir ganz viele verschiedene kleine Rollen immer wieder besorgt hat in der Lindenstraße, weil es mit dieser einen großen halt nicht geklappt hat. Aber das wäre natürlich ein Start gewesen ins Schauspielleben. Dann so wie Til Schweiger, der ja genauso angefangen hat. Der hatte ja auch nichts und hat dann mit der Lindenstraße wurde er bekannter und ab dann ging es halt für ihn aufwärts. Ah, das wusste ich gar nicht, okay, dass er in der Lindenstraße war. Das wusste ich gar nicht. Selber Start im Grunde. Also der war einer von den Söhnen von Mutter Beimer. Und der war halt der Größere und der ist halt irgendwann dann raus. Ist in der Serie halt weggezogen, so wie er halt dann raus ist. Und dann hat er halt angefangen, ich glaube, dann kam der bewegte Mann bei ihm. Ja. Und so Sachen. Und dann, ja, und so hat er im Grunde ja auch angefangen dann. Genau. Da haben wir gemeinsam, waren wir noch beim Casting für Manta Manta. Mhm. Da war ich auch in der Endauswahl. Es war so eine Zeit, ich bin in der Endauswahl, krieg aber nichts. Ja, okay, ja, das war frustrierend. Aber ich meine, wenn du dranbleibst, dann bringt es ja schon was. Also. Und Manta Manta, das heißt, du solltest da diesen dusseligen, also der hat ja da diesen dusseligen, glaube ich, gespielt, oder? Bei Manta Manta. Er war so ein Halbdusseliger, ja, genau. Und ja, dann war da noch der Volldussel. Ja. Und da gab es eine einzige Rolle, nämlich einen Typen, der heimlich sein Abitur nachgemacht hat und sich in eine Journalistin verliebt hat. Und das wäre also meine Rolle gewesen. Okay. Aber hat leider nicht geklappt. Die hat Stefan Gebelhoff gekriegt.
Dann habe ich auch gedacht so, und dann nicht so, okay. Und das passierte mir noch so 2-3 Mal und habe ich gedacht irgendwann so, machst du eigentlich das Richtige hier? Ja, ja. Und irgendwann gab es wirklich ein ganz, ganz tolles Ding, auch einen Kinofilm. Da hatte ich dann auch die Hauptrolle mit noch einer tollen Schauspielerin Judith Reinhardt zusammen. Und das ging um Russenmafia, spielte in Köln und Düsseldorf. Bis dann leider Warner Brothers auf die Idee kam, das toll zu finden und gesagt hat, wir haben noch ein paar Millionen, die packen wir da rein. Und schon wurden wir ausgetauscht gegen Katja Riemann, Hannes Jenicke und Heinz Hönig. Okay. Na, und dann, das ist mir dann auch noch ein paar Mal passiert. Und dann habe ich irgendwann so den Spitznamen gehabt, Hannes Jenicke für Arme. Immer wenn kein Geld da war, wurde ich genommen. Und wenn das Budget da war, wurde er genommen. Da habe ich gesagt, so, na super. Aber was ist denn so der Unterschied zwischen einem großen Schauspieler, der bekannt ist? Die haben ja auch irgendwo mal angefangen, wie zum Beispiel Til Schweiger. Was ist denn da so, was du so im Nachhinein erfahren hast, was man hätte anders machen können? Also das zu nett ist ja das eine, aber wie polarisieren die denn, dass die so auffallen? Es ist schwierig. Also es ist echt schwer zu sagen. Das frage ich mich heute noch. Ja, ganz oft. Weil du hast halt, wenn du mit Castern sprichst oder mit Agenten oder eben auch mit den Produktionen, den Regisseuren oder so, viele sagen halt auch, okay, wir brauchen bekanntes Gesicht. Ja, auch heute. Wir machen jetzt den Film und egal, wir wissen, der Jürgen Vogel spielt immer die durchgeknallten, Moritz Bleibtreu spielt die bisschen verwegenen und sowas halt. Dann wissen wir, wir haben eine Rolle, der passt da rein. Wir wissen, dass er das kann und dass er das Publikum zieht, also nehmen wir ihn. Und das ist in Deutschland seit Jahren ein Problem gewesen, dass eben die ganzen anderen freien Schauspieler, die wahrscheinlich genauso gut sind und genauso gut in die Rollen passen, keine Chance haben. Das wird so untereinander gemauschelt auch. Ja. Wenn du einmal schon drin bist, wird halt hier, gerade bei den Sendern, wird halt gesagt, oh ja, wir haben ja den. Und deswegen siehst du manche Schauspieler 7, 8, 9, 10 Mal im Jahr und andere halt gar nicht. Und dann musst du das als Schauspieler aber auch nutzen, weil das läuft dann vielleicht 2-3 Jahre so und dann kann es passieren, dass du dann auch mit einem Schlag wieder weg bist. Ja. Also schwierig, ne? Was Til Schweiger richtig gemacht hat, ich weiß es nicht. Er hat wahrscheinlich auch, er hat den richtigen Hintern zur richtigen Zeit gehabt, für einen bewegten Mann. Nein, tatsächlich, wird ja von vielen gesagt, er hat einfach einen richtig coolen Knackarsch und er ist ein bisschen assi. Ja. Ja. Und das hat natürlich bei Manta Manta super geklappt. Ja, und dann bei bewegtem Mann auch. Und dann hat er im Grunde alles richtig gemacht. Man muss ihn nicht mögen, man muss auch nicht sagen, dass er ein guter Schauspieler ist, was er halt wirklich nicht ist. Aber er hat alles richtig gemacht. Ja. Er hat seine Produktion gegründet, er macht Filme für das breite Publikum, die auch dann wirklich gut ankommen. Und da sollte man auch keine Neidkultur aufbauen und einfach sagen, der Mann hat die Nische entdeckt für sich und die füllt er. Ja, und die füllt er gut. Und das ist auch okay, das Respekt, also das macht er und da soll er dann auch drin bleiben in seiner Nische, ne? Und dann nicht versuchen irgendwie mit irgendwelchen Dramas oder was weiß ich was, selbst zu versuchen da was anderes zu machen, sondern das tatsächlich weiterzumachen und so den Markt auch zu befüllen. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, cool, machen wir weiter bei dir. Und jetzt warst du bei der Lindenstraße, was hast du da dann genau gemacht bei der Lindenstraße? Die erste Rolle war tatsächlich einfach nur der Bertha Griese beim Umzug von der dritten Etage ins Erdgeschoss zu helfen. Okay. Also wirklich das allererste war eine ganz kleine Rolle, hieß dann auch Student, aber eben als Schauspieler gebucht. Wir waren da zu zweit, da war ein Komparse und ich und wir haben dieses Klavier runtergetragen und ich musste dann an die Tür gehen und sagen, wohin jetzt mit der Kiste. So, und das hat mich damals dann, man darf ja wahrscheinlich, man kann ja auch ruhig über Geld reden. Der Komparse hat halt 80 Mark gekriegt dafür und ich 800. Uiuiui, nur für diese eine Sprecherrolle. Richtig, weil ich als Schauspieler gebucht wurde und weil ich einen Satz hatte. Krass, okay. Tatsächlich, ne? Ja. Und das fand der Komparse auch voll in Ordnung. Er hat auch gesagt, du hast ja auch die Ausbildung gemacht und du musstest jetzt den Satz hier sagen und. Dann habe ich auch gedacht so, okay, das ist ja schon ein ordentlicher Unterschied. Und dann hast du irgendwann, wenn du je mehr du machst, steigt halt auch dein Marktwert. Logisch, weil du kannst dein Portfolio aufgebaut und kannst was vorweisen, ne? Richtig, und dann kannst du halt auch sagen, meine Tagesgage beträgt, dann wird es halt immer mehr, von 800 auf 1200, auf 1800 und irgendwann war ich dann tatsächlich auch mal bei so 2400 pro Drehtag. Nicht schlecht. Ne, da war halt so eine Phase, die war echt ganz gut. Da kamen halt dann verschiedenste kleine Sachen dazu. Da kam der Voll Normal dazu, der Kinofilm mit dem Tom Gerhardt. Und Unter uns kam dann dazu. Und dann machst du natürlich auch Imagefilme, Werbung und all so ein Kram.
Nur um eben dann das auch zu füllen, damit du nicht zu viele Leertage hast, wo du eben nichts machst. Ne? Und ja, auch den voll normal, so wie unter uns auch, das hat mir alles der Horst Scheel im Grunde besorgt. Cool. Eben immer noch so aus schlechtem Gewissen, weil die große Rolle nicht geklappt hat. Nein, aber wir mögen uns halt auch. Und ich fand ihn immer sehr inspirierend auch, weil wenn du frustriert warst, dass du, was weiß ich, jetzt wieder seit 3-4 Monaten nichts gedreht hast, und dann bist du mal wieder zum Horst gefahren und dann hat man da gesessen und über die Branche gequatscht und alles. Und dann bin ich weg bei ihm und war wieder höchst motiviert und habe gesagt, so, es geht weiter, alles ist gut. Ja, ist doch cool. Was mich noch interessieren würde, die Branche an sich. Ich habe jetzt schon mit einigen Kollegen gesprochen, dass das in Deutschland immer so ein bisschen schwierig ist, weil da hängen ja noch Förderungen und GEMA und was da noch alles hinten dran hängt, dass das immer ziemlich schwierig ist, dass man dann vernünftig finanziert wird, geschweige denn, dass was mir meistens auffällt, dass das Marketing für so einen Film, wenn der jetzt zum Beispiel ins Kino kommt, nicht so opulent ist wie zum Beispiel ein Hollywood-Film. Also wenn ich weiß, ein Hollywood-Film kommt, dann weiß das eigentlich jeder. Und ja. Wenn da jetzt ein deutscher Film kommt, dann ist das sehr, sehr selten. Also das Letzte, wo ich mich dran erinnern kann, war, glaube ich, Der Untergang, der so richtig populär war. Mhm. Aber ansonsten hängt das da so ein bisschen. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach, was mich interessieren würde, so das Problem an dieser Branche, dass das nicht so funktioniert? Das Problem ist tatsächlich die Förderung auch, ja. Also ich meine, du hast natürlich hier die Sender, die eben alles vorgeben und du hast halt dann die Fördertöpfe. Das heißt, wenn du jetzt die NRW-Förderung zum Beispiel bekommst bei uns, das ist ja mit die größte in Deutschland, dann musst du auch in NRW drehen und du musst auch in NRW gemeldete Schauspieler einsetzen. Ja, du kannst okay. ein bisschen aus, aber das ist halt der Punkt, wo du sagst, okay, deswegen wird das Geld halt aus NRW gegeben. Da bist du ein bisschen eingeschränkt. Ja, und es ist ja sowieso nicht viel. Ich meine, ein deutscher Kinofilm, ja, der hat so viel Gesamtbudget, wie die Amis halt nur für Werbung ausgeben. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt, ne? Ich meine, wenn du jetzt hörst, damals, wie viel war das jetzt? Ein Tatort hat, glaube ich, ich habe es vergessen jetzt, aber ich glaube, es waren damals 2,5 oder 3 Millionen gekostet, zum Beispiel. Ja? Okay. Das ist, eigentlich klingt es viel, andererseits ist es natürlich wieder nicht viel, wenn man bedenkt, wie viele Leute daran arbeiten. Und damals war halt locker, ein Tatort brauchte 30, 40 Drehtage. Und das ist heute alles anders. Du hast die halbe Zeit nur noch, du kriegst nur noch die halbe Gage. Also es ist im Grunde alles sehr runtergeschraubt worden. Okay. Und ja, und dann fehlt da halt auch ein Budget. Ne? Du hast halt, jetzt heutzutage sieht es anders aus, durchs Internet und durch was weiß ich was, Instagram, was für Möglichkeiten kannst du natürlich deinen Film ganz anders bewerben, dass es viel mehr Leute sehen. Aber damals, es gab halt wirklich nur die Trailer. Es gab vielleicht eine Fernsehwerbung für den Film. Es gab Plakate, Litfaßsäulen und sowas alles. Und da musstest du natürlich überlegen, wie viel Geld steckst du da nochmal rein, dass eben die Leute das alles sehen. Weil sonst frisst das dann locker auch nochmal 20% deines Budgets, wenn nicht sogar noch mehr. Ne? Deswegen ist halt ein großer deutscher Kinofilm mit Werbung halt immer schwierig gewesen. Ne? Wie gesagt, Trailer ist kein Problem. Den kannst du natürlich immer überall zeigen, vor den anderen Filmen. Gerade vor den Hollywood-Filmen natürlich, die ja alle gucken. Und dann geht in Deutschland natürlich auch das so ein bisschen um, dass viele sagen, der deutsche Film kann nichts, der ist schlecht. Ja, ich sehe sofort, das ist ein deutscher Film, der ist schlecht. Ich gucke nur Hollywood. Ja, das gibt es ja auch. Da gibt es ja genügend Leute, die einfach sagen, das passt nicht. Ne? Allerdings muss ich da auch sagen, ist ja auch Schwachsinn eigentlich, weil was wir aus Hollywood hier rüberkriegen, ist ja im Grunde nur die A-Ware. Die drehen ja auch locker hunderte, tausende schlechte Filme, die ja Amerika überhaupt nie verlassen. Wir sehen hier durchs Fernsehen, durchs was weiß ich, halt im Grunde alle Filme. Und wenn wir jetzt nur die A-Filme, die wir auch haben, oder auch die B-Filme rauspicken, können wir natürlich genauso mithalten wie mit Hollywood, wie eben mit allem anderen auch dann. Also ich finde, es gibt auch sehr, sehr gute deutsche Filme, aber man muss halt schon suchen. Also das ist, wo dann auch viel Liebe dahinter steckt, wo auch langjährige Arbeit hintersteckt, das merkst du dann schon, dass das ein Riesenunterschied ist. Ja, ja, cool. Wir sind bei dir. Und zwar, was machst du denn so in deiner Freizeit, um von diesem ganzen Filmstress weg... Film? Nein. Der Filmstress gibt's gar nicht. Okay. Muss ich jetzt echt sagen, weil es ist tatsächlich anstrengender, weiß ich nicht, 6 Stunden oder 8 Stunden irgendeinen normalen Job zu machen, als 14 oder 16 Stunden zu drehen. Weil irgendwie durch die Menschen, die dort sind, durch das kreative Sein, fühlst du dich so gut auch dabei. Das ist so ein positiver Stress, dass du nach der Zeit nach Hause kommst und einfach voll motiviert und glücklich bist. Ja, das heißt also im Grunde,
umso mehr du drehst, desto besser geht's dir. Und freizeitmäßig, ja, ich versuche halt natürlich, dadurch, dass damals war es, ich hatte vielleicht 20, 30 Drehtage im Jahr, das ist schon viel. Und da konntest du eigentlich tatsächlich einigermaßen von leben. Aber was machst du die restliche Zeit? Ne? Ja. Du kannst ja nicht nur zu Hause rumsitzen und warten, dass vielleicht nochmal was kommt. Also musst du dir halt überlegen, was ist vielleicht artverwandt, was kann man noch machen? Schreibe ich jetzt vielleicht ein bisschen Geschichten, mache ich eben Moderation ein bisschen, mache ich ein bisschen Sprecher, mache ich ganz was anderes, mache ich vielleicht auch Promotion für bestimmte Sachen, ne, hinter denen ich stehe oder was auch immer. Und es ist halt schwierig, weil du kannst natürlich nebenbei keinen festen Job annehmen, weil gerade mit den Drehtagen, das kommt ja sehr plötzlich. Ja, es passiert ja ganz oft, dass du ein oder zwei Wochen vorher Bescheid kriegst, dann und dann hätten wir einen Dreh für dich. Dann versucht man bei einem normalen Job immer wieder frei zu kriegen oder zu sagen, ich muss jetzt da drehen. Also musst du ja im Grunde irgendwas machen, wo du das selbst einteilen kannst. Und da habe ich dann tatsächlich 1992 ein Geschäft aufgemacht, eine Mediathek mit Filmen, Spielen, Merchandise, einem kleinen Café, wo ich gesagt habe, das sind alles Sachen, die ich mag. Also Filme gucken, Musik hören auch, Spiele spielen. Das packe ich in einen Laden und verleihe und verkaufe das Ganze. Und das noch mit einem Partner zusammen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, und in dem Moment, wo ich Dreharbeiten habe, stelle ich mal eine Aushilfe rein. Ja. No, und so habe ich das tatsächlich gemacht und habe den Laden 22 Jahre lang auch tatsächlich aufrechterhalten, bis es eben irgendwann durch die Streamingdienste und alles nicht mehr ging. Und habe ich in 2014 habe ich zugemacht wieder. Aber ja, bis dahin war das im Grunde halt, ja, und das hat halt auch Spaß gemacht. Du hast Filmverrückte um dich rum gehabt, auch wirklich, es haben zwei Regisseure bei mir noch ausgeholfen und noch ein Schauspieler. Und halt aber auch ein paar, sagen wir mal, normale Leute. Und das haben die Kunden geliebt, weil es waren natürlich Leute da, die Ahnung auch von dem hatten, was sie dir empfohlen haben. Ne? Und deswegen wurden wir auch tatsächlich oftmals gelobt. Auch in der Presse wurde halt gesagt, so wie es Programmkinos gibt, gibt es auch eine Programmvideothek, wo eben ausgesuchte Filme sind und die Leute halt wirklich auch wissen, wovon sie reden. Das war dann im Grunde meine Freizeitbeschäftigung, die irgendwann natürlich viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat als die Schauspielerei oder die Filmerei an sich. Ne, also es wurde halt immer, immer mehr. Und ja, da hatte ich halt dann wirklich genug zu tun. Ne, auch. Was machst du jetzt so hobbymäßig? Jetzt, ja, ich habe dann hobbymäßig eigentlich, um eben da trotzdem in der Branche zu bleiben, ich den Filmtalk NRW gemacht. Ja, das ging im Grunde aus dem Laden zum Filmtalk, habe ich gesagt, okay, du hast jetzt die ganze Zeit den Leuten immer Filme empfohlen, mach das doch weiterhin. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe immer einen aktuellen Kinofilm plus zwei, drei aktuelle DVDs empfohlen. No, hab das, da gab es hier einen kleinen, ja, so einen Internetsender, Fernsehen Düsseldorf TV. Und da habe ich gesagt, hier, passt auf, ich möchte so einen Filmtalk machen. Und dann haben die gesagt, oh ja, super Idee. Und dann fing das an und dann habe ich immer gesagt, wäre das nicht viel cooler, wenn jetzt noch ein Gast dabei wäre? Ne, man quatscht auch über ihn und seine Filme vielleicht und der bringt dann auch einen Tipp mit. Gesagt, getan, Gast ins Studio geholt und dann so nach ein paar Monaten, wäre es denn nicht viel cooler, wenn wir das vielleicht mit mehreren Gästen machen und dann noch vor Publikum? Ja, gute Idee. Also haben wir uns den Uferpalast hier, das ist das große Kino in Düsseldorf genommen, haben dort angefragt, haben gesagt, wie sieht's aus? Wir würden bei euch den Filmtalk NRW machen oder besser den Filmtalk mit Gästen, Publikum und die so, super Idee. Und dann haben wir halt das Kino gekriegt, konnten dort uns dort austoben und so habe ich halt wirklich viele, ja, Regisseure, Schauspieler dort gehabt, die eben einen neuen Film vorstellen wollten und eben so den auch bewerben konnten. Das habe ich dann auch jetzt nochmal 4 Jahre lang gemacht. Cool, also das klingt, das kann man das noch irgendwo sehen, die Folgen, die du da gemacht hast? Du kannst die alle sehen in meinem YouTube-Kanal, einfach Stefan Job, ne, ja. YouTube-Kanal, ja. Da gibt es die ganzen Filmtalks alle zu sehen, super. Genau. Ja. Verlinke ich, suche ich raus, du hast es auf deiner Webseite ja verlinkt, deinen YouTube-Kanal, genau. Suche ich raus, mach den Link unten rein und dann könnt ihr euch das mal angucken. Also ich bin, guck mir das auch sehr gerne an, weil ich stehe, das ist ja eigentlich das Gleiche, was wir machen jetzt online, quasi, hast du das gemacht mit richtig Publikum, mit richtig Leuten dabei, ja. Ja, cool, genau. Richtig cool. Und dann aber auch sehr gerne für jung, irgendwann hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass ich junge Filmemacher geholt habe, die wirklich ganz frisch dabei waren, die jetzt irgendwie einen neuen Kurzfilm hatten oder was auch immer, dann haben das ganze Team mitgebracht, hatten so die Chance, ihren Film vorzustellen. Genau, Premiere und dann halt nochmal einen Bericht gemacht über die Premiere, das Publikum ein bisschen befragt noch, wie die den Film fanden. Und das wurde irgendwann immer größer, dass mich tatsächlich auch dann die Leute von alleine angeschrieben haben, gefragt haben, ob sie dann ihr Projekt mal vorstellen dürfen und sowas alles.
Das ist schon cool. Und als Filmtalk wurde ich halt auch sonst auf Filmfestivals eingeladen und wurde gesagt, ha, magst du nicht einen kleinen Bericht machen? Und das hat mir auch Spaß gemacht, aber im Endeffekt habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es ist doch verdammt viel Arbeit und ich habe ja nichts davon außer Spaß. Ich verdiene ja nichts damit. Genau. Und ne, dann habe ich tatsächlich gesagt irgendwann, okay, ich muss es sein lassen. Ne, ich habe das jetzt so lange gemacht und es wurde immer aufwendiger. Ich habe es halt auch selbst geschnitten dann alles und da saß du halt auch noch mal ein paar Tage dran. Ja. Ne, wir haben es zwar im Grunde live aufgezeichnet, aber du hast ja dann doch ein paar Sachen gehabt. Dann hast du die Trailer reingeschnitten und ach, was weiß ich, also alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann müssen wir es sein lassen. Das fanden sehr viele sehr, sehr traurig. Ich habe das auch als so Videonachricht dann in die Welt gehauen. Und dann kamen aber Jungs auf mich zu von Shift Forward aus Essen, die gesagt haben, wir wollen so ein Actors Circle machen. Eben ein Treffen für Schauspieler. Und du hast das ja schon ganz groß gemacht mit Netzwerken, weil ich auch mal gesagt habe, Schauspieler können überhaupt nicht gut netzwerken. Eigentlich alle Filmemacher auch nicht. Alle Filmschaffenden sind extrem schlecht im Netzwerken. Auch, ja? Auch extrem schlecht in Eigenwerbung. Richtig. Das ja, Marketing richtig. Ist bei den meisten so, nee, das mache ich nicht. Ja. Skandal, ne? Also ja. Ich verstehe ja. Nicht, warum. Und dann, deswegen habe ich auch im Grunde die Plattform geboten, habe gesagt, so, ihr kommt hier hin, wir machen die Interviews und danach ist ein Netzwerk, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Ich sage, ich verbinde euch alle untereinander. Und da hat irgendwann auch mal einer gesagt, du bist Mr. Netzwerk, weil du verbindest so viele Leute untereinander, miteinander, ja. Und da habe ich gesagt, okay, habt ihr recht, aber ich möchte es halt, ich möchte keinen Aufwand mehr. Dann habe ich gesagt, dann mach das doch als gastgebender Gast. Ja, das heißt, im Grunde, Filmtalk sagt, wir machen jetzt den Actors Circle, wir kümmern uns um die Location, wir kümmern uns um die Leute, wir kümmern uns um alles und du kommst einfach nur dazu. Und ich so, hey, das klingt gut, das mache ich. Und das läuft jetzt auch schon seit einem halben Jahr und das wächst auch immer weiter. Das ist auch eigentlich ganz spannend, sowas. Ja, cool, das klingt sehr cool. Da schaue ich nachher nochmal rein, was das ist. Mhm. Habt ihr da auch schon was online, ja? Habt ihr da auch Facebook-Seiten ja, und alles? Da gibt's halt, ja, so ein bisschen, das ist halt der Actors Circle, da gibt's eine Facebook-Gruppe, ne? Und das ist aber wirklich so, das ist Coaching, das ist Fortbildung auch für Schauspieler. Man kommt halt hin, man erzählt sich Sachen, ich war beim Casting, wie gehe ich am besten zum Casting, welche Agenturen gibt es? Also wirklich kompletter Austausch eben unter Schauspielern. Und das wächst immer weiter. Das hatten wir beim letzten Mal, jetzt letzten Sonntag, auch zwei Frauen da, die eine Agentur haben und die halt ein bisschen was erzählen. Dann sollen halt jetzt demnächst auch Regisseure mal kommen. Eben, dass die Leute aus dem Nähkästchen plaudern und sich so halt ein Netzwerk entwickelt, mit dem man halt auch arbeiten kann. Ne? Wenn jetzt jemand ein Gesuch hat, dann schlage ich jetzt zum Beispiel auch vor, zuerst immer mal Leute oder Schauspieler aus dem Actors Circle vor, damit wir uns halt gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Ja, sehr cool. Ja, das mache ich auch mit dem Podcast. Wenn mich jemand fragt, ja, kennst du den oder den? Ja, kenne ich einen, den oder den. Und die sind auch, weil die meisten Leute sind ja super lieb und super nett, die man dann kennenlernt und dann das bringt extrem viel, ja. Ja. Jetzt, du hast gesagt, du hast so 30 Tage im Jahr, die du jetzt arbeitest. Jetzt mit dem Actors Circle, denke ich mal, fühlt sich das Ganze ja ein bisschen. Das heißt, du bist eigentlich jetzt nur noch unterwegs und hast jetzt, wie ich das verstanden habe, kaum noch Freizeit, oder? Nein, um Gottes Willen. Nein, ich habe noch mal ein bisschen zurück. Ich habe 1996 bin ich das erste Mal Papa geworden. Und als Schauspieler ist es ja so, du hast dann meistens eine Frau, die arbeitet und vernünftig Geld nach Hause bringt. Es muss ja jemand das sichere Geld haben. Und das war damals, meine Frau war damals Grundschullehrerin. Und da haben wir auch gesagt, dann geh du relativ schnell wieder arbeiten und ich kümmere mich dann um den Kleinen. Mhm. Ich habe ja Zeit. Und war eigentlich auch ganz cool, aber ich habe dann tatsächlich, ja, vieles vernachlässigt und habe dann in meiner Vita auch so, ja, dann stehen da vielleicht nur noch 1, 2, 3 Sachen drin für das Jahr. Und da habe ich immer gesagt, okay, ich habe Babypause gemacht, ja. Und meine Frau damals war auch so ein bisschen, ja, sie hat mich zwar kennengelernt als Schauspieler und auch darüber dann, aber weil das eben nicht so regelmäßig war und nicht so wirklich Geld gebracht hat, hat sie mich nicht so unterstützt eigentlich, sodass es ein bisschen brach lag. Ne? Also der Laden war dann im Vordergrund, die Schauspielerei lief so ein bisschen nebenher. Jetzt habe ich dann, 2008 haben wir uns getrennt und ich habe gedacht, okay, jetzt legst du nochmal richtig los. Habe mich komplett umgestylt, auch ein Freund hat mir dabei geholfen, habe nochmal wirklich Marketing für mich gemacht, habe mich in die Welt geschmissen wieder, habe gesagt, ich bin wieder da, bin zu verschiedensten Agenten, auch wieder zum Horst Scheel, habe gesagt, Horst, und er so, hey, gut, dass du wieder da bist, ne? Ich möchte dich gerne wieder sehen auf der Leinwand. Und jetzt bist du älter geworden und deine Rollenauswahl ist viel größer geworden als früher.
Weil je nachdem, wie man mich herrichtet, also ich werde oftmals sehr viel jünger geschätzt, als ich eigentlich bin. Und deswegen sage ich immer, ich kann dir spielen von 40 bis 55, kann ich alles spielen, je nachdem, rasiert, unrasiert, ja, was auch immer. Und so hast du natürlich eine riesen Rollenauswahl. Ja, als Mann jetzt zumindest, ne, ja, hast du also wirklich die Möglichkeit. Und ja, seit 2008 habe ich dann im Grunde, also in den Jahren jetzt mehr gemacht, als die locker die 15, 20 Jahre davor. Okay. Ne, also da kam nochmal so einiges. Und jetzt habe ich wieder ein kleines Kind. Ne, ich habe dann also nochmal eine neue Frau kennengelernt, die mich aber komplett unterstützt in der Sache. Und ich habe jetzt eine 2,5-jährige Tochter. Und aber diesmal werde ich dadurch halt nicht gehindert, sagen wir es mal so. Die ist relativ schnell in der Kita. Meine Frau ist auch wieder arbeiten. Und nee, aber da kann ich alles gut machen. Ich habe sie schon 2-3 Mal auch zu Drehs mitgenommen, die Kleine. Und sie musste dann schon mal mitdrehen, mitmachen. Und nee, deswegen habe ich also gar nicht so viel Freizeit, weil ich habe halt Kind. Ich habe auch noch Reste aus dem Laden, aus der Mediathek. Ich habe locker noch 5.000, 6.000 DVDs und Blu-Rays rumfliegen, Spiele und. Das versuche ich halt auch noch über Amazon und eBay ein bisschen abzuverkaufen. Das heißt, da bin ich auch täglich mit beschäftigt. Ja, das glaube ich. Also wer jemals was bei eBay oder so reingesetzt hat, das ist nicht mal eben. Das, wenn du willst, dass es auch dann wirklich ankommt, dann kannst du auch nicht in die Beschreibung reinpocken, siehe Foto, sondern ja. Das ist halt ein bisschen Aufwand, ja, das ist so. Das sieht, mich hat mal von meiner Frau, die Oma hat mich mal angesprochen, sag mal, hier, ich habe hier eine alte Kamera, kannst du das nicht mal bei eBay und ich will das und das dafür haben. Ist ja, du bist ja witzig, aber ich muss dafür in jedem einzelnen Teil noch eine Beschreibung dazu packen. Ist so, dann schreib mir die Beschreibung und dann mach ich, nee, da weißt du, was das für eine Arbeit ist. Ist ja, weiß ich ja. Und dann hat sich das nie ergeben, weil das hätte wahrscheinlich eh niemand gekauft. Also das ist ja so noch mit Schwarzlicht und was war das alles. Also das war okay. Richtig oldschool. Wie siehst oder was hast du denn so für Vorstellungen, wie du dich in 10 Jahren siehst? Ja, ich hatte immer, also da kann ich auch nochmal zurückgreifen, ich hatte als Kind dann irgendwann den Traum, ich wollte immer 2 große Filme im Jahr machen. Und zwar einen in Deutschland und einen in Kalifornien. Okay. Ja, das war mein Traum. Gut, der war relativ schnell ausgeträumt, als ich gemerkt habe, das ist alles doch ein bisschen schwieriger. Und ich habe mir dann vorgenommen, vor 2 Jahren, wir machen jedes Jahr mindestens einen eigenen Film. Und wenn es auch erstmal nur ein Kurzfilm ist, und so haben wir vor 2 Jahren angefangen mit einem Film, der heißt Monitored, der ist jetzt auch gerade bei Amazon Prime zu sehen. Der ist nur 5 Minuten, aber eben kurz, knackig und der lief auf einigen Festivals. Und da habe ich auch sehr viel Lob gekriegt als Schauspieler. Das war auch wieder so eine Geschichte. Ich hatte die Idee, ich habe die Produktion gemacht, alles gemacht, bis zum Drehtag. Und dann habe ich alles fallen lassen, habe gesagt, ab jetzt bin ich nur noch Schauspieler. Und der Rest ist, da war ein Freund von mir, der ist studierter Regisseur auch. Und habe gesagt, so. Und das hat super geklappt. Also genau so muss das sein. Also bis dahin alles organisieren und machen und tun. Und ab dem Dreh dann wirklich nur noch Schauspieler. Und jetzt haben wir das nächste Projekt geplant für den Mai. Den nächsten Film. So dass wir also sagen, wir wollen auf jeden Fall jedes Jahr was drehen. Und ich habe noch einiges in der Pipeline. Also ich möchte in 10 Jahren das erste Mal auf der Berlinale gewesen sein. Weil ich fahre grundsätzlich nicht zur Berlinale. Alle anderen immer, oh, ich muss mich da zeigen, ich muss da auf die Partys. Ich sage, da habt ihr überhaupt nichts von. Ich sage, geht hier auf die kleinen, wichtigen Sachen, um Kontakte zu knüpfen. Da geht jeder hin und alles. Ich habe immer gesagt, ich gehe erst auf die Berlinale, wenn ein Film von oder mit mir dort läuft. Mhm. Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das klappt. Das wäre was. Und da möchte ich in 10 Jahren halt wirklich dann sagen, ja, hat geklappt. Also ich möchte wirklich jedes Jahr eben mindestens einen eigenen Film machen. Eben vielleicht auch eine Serie. Ich meine, jetzt bieten sich ja viele Möglichkeiten. Ne? Und ich bin auch jemand, der spielt sehr gerne auch in Studentenproduktionen, in so Abschlussfilmen mit, weil es echt sehr motivierte junge Menschen sind, die da arbeiten. Und ich sage, die müssen einfach auch unterstützt werden. Ne? Klar, muss man sich das leisten können, kann man ja auch nicht immer. Aber wenn du eben wirklich gerade Zeit hast und sagst, das Projekt gefällt mir, dann mache ich das tatsächlich auch sehr gerne. Ne? Schön, das finde ich super. Was jetzt? Du baust ja jetzt selber Filme. Was würdest du da jetzt Leuten empfehlen, die das auch machen wollen? Wo muss ich da hingehen, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Idee, ich habe jetzt quasi ein Drehbuch geschrieben, so stelle ich mir das ungefähr vor. Wo muss ich denn jetzt zuerst hin? Wo musst du mit dem Drehbuch hin? Das ist eine gute Frage.
Aber das Drehbuch tatsächlich alles. Also ich meine, Ideen und alles hat jeder und jeder hat vielleicht auch schon ein Team und was weiß ich was, aber das Drehbuch ist das A und O. Mhm. Und ich sage immer, wenn ich ein fertiges Drehbuch habe, dann mache ich einen Businessplan dazu. Ja, und dann ist halt die Frage, was möchte ich? Möchte ich versuchen, Fördergelder dafür zu bekommen? Schwierig natürlich, aber wäre eine Möglichkeit, würde ich machen, würde an die dementsprechenden Fördergesellschaften gehen, Filmstiftungen und sowas. Oder aber brauche ich vielleicht nicht ganz so viel Geld und könnte versuchen, es vielleicht auch über die Wirtschaft zu machen. Das heißt, vielleicht bin ich in meiner Stadt ganz gut vernetzt und kenne ein paar Leute und sage denen, passt auf, hier besteht die Möglichkeit, wir haben ein tolles Projekt, das hier ist das Drehbuch, das ist der Businessplan. Wollt ihr ein bisschen Geld investieren in das Ganze? Ist auch eine Möglichkeit natürlich. Wir hatten tatsächlich ein Thema im Filmtalk, der Filmtalk und das liebe Geld. Und da war der Detlef F. Neufert und der ist einer der Mitbegründer der Filmstiftung NRW. Mhm. Und der hat aus dem Nähkästchen geplaudert, wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Die besten Tipps und Tricks für jeden Filmemacher. Das habe ich auch in die Filmemacher-Deutschland-Gruppe gepostet. Hab gesagt, wenn ihr wirklich wissen wollt, wohin mit eurem Drehbuch, mit eurer Idee, schaut euch mal diesen Mann an, weil der hat echt super viele Ideen. Cool. Und das ist halt eine Möglichkeit. Klar, Crowdfunding ist eine andere Möglichkeit natürlich, ne? Wenn du wirklich schon was Gutes hast und du hast eine super Idee, kannst vielleicht schon einen kleinen Teaser oder Trailer drehen und dann hast du ein großes Netzwerk, dann gehst du ins Crowdfunding. Sagst, okay, ich brauche noch vielleicht 5.000, 10.000 oder 20.000 Euro, um eben bestimmte Sachen noch finanzieren zu können, ist das halt auch eine gute Möglichkeit heutzutage, ne? Ja, oder aber du bist halt der Oberburner, du bist der voll der Held, hast das Superteam und die beste Serienidee, dann probierst du es halt mal bei Netflix, ne? Das heißt, auch direkt hinschreiben an Netflix und sagen, hier, ich habe eine, aber da musst du doch eigentlich schon eine Serie vorproduziert haben, oder nicht? Dass du was zeigen kannst, also. Jein, also es gibt verschiedene Wege natürlich, ne? Also ich meine, der Traumweg überhaupt ist ja der Weg von Baran Bo-Oda, ne? Das ist ja der Mann, der hat Who Am I gemacht, diesen Hacker-Film, diesen deutschen, den ich sehr gut fand, den ich auch empfohlen habe. Und aufgrund dieses Films wurde er von Netflix tatsächlich, er wurde angeschrieben. Okay. Ob er aus Who Am I nicht eine Serie machen möchte. Und da hat er gesagt, nö. Ne? Weil das ist ein Film, ist ein abgeschlossener Film und das Ding ist fertig. Und außerdem gibt es ja Mr. Robot auf Amazon, was auch ähnlich ist. Aber ich hätte hier was. Und da hatte er halt mit seiner Lebensgefährtin zusammen, die schreiben halt Drehbücher, hat er halt eine Serie dort liegen gehabt. Hat er gesagt, hier, passt mal auf, das ist unsere Geschichte. Und Netflix fand das gut und haben gesagt, okay, kriegst 18 Millionen Budget, dreh uns das. Und daraus ist Dark geworden. Ah, okay. Ja? Und Dark ist ja nur eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Die lief jetzt, glaube ich, in 190 Ländern. Aus Deutschland wohlgemerkt, ja. Aus Deutschland, richtig. Ja. Und ich war extremst begeistert auch vom Cast und Baran hat auch zum Beispiel gesagt, weil er wurde dann gefragt, ja, warum er keine Stars eingebaut hat, sondern wirklich nur normale Schauspieler. Sagt er, wen interessiert es denn in Korea oder in Brasilien oder wo auch immer, ob da ein Schweighöfer, Schweiger oder was auch immer mitspielt? Die kennen die ja gar nicht. Die wollen halt Leute sehen, die in die Rolle passen. Ja, die einfach super in die Rolle passen, gut spielen können. Und davon haben wir halt genug in Deutschland. Und so ist momentan durch diese im Streamingdienst die Chance für jeden Schauspieler, doch irgendwie an was Großes ranzukommen. Auch wenn man eben in Deutschland nicht so bekannt ist. Aber wenn man gut ist, hat man die Chance. Und so ist das Ding entstanden. Die haben 151 Drehtage gehabt. Ja? Und 18 Millionen ist für deutsche Verhältnisse sehr viel. Für amerikanische Verhältnisse halt nichts. Naja, ja, da geht es ja erst auf 100 Millionen los. Naja. Richtig, aber das ist halt schon natürlich ein Budget. Und dann kam das halt so gut an, dass Baran dann im Grunde natürlich das Okay für Staffel 2 gekriegt hat. Und die ist jetzt, glaube ich, fast fertig gedreht. Also ich beobachte das auch mal so ein bisschen, weil ich gesagt habe, das ist einfach unterstützungswürdig. Ich fand es einfach richtig gut. Und ja, toll. Ich meine, er hat wahrscheinlich noch irgendwie so einen kleinen sauren Apfel, musste er, glaube ich, dann, da musste er reinbeißen, weil er hat dann auch einen Hollywood-Film gemacht. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber er war so, ja, so ein typischer Hollywood-Action-Film. Ja, okay. Das war wahrscheinlich so eine Bedingung. Du darfst deine Serie machen, machst für uns aber jetzt hier noch so einen Hollywood-Film. Also wie gesagt, er war okay, wird eine 6 von 10 kriegen bei IMDb. Das ist okay als unterhaltsames Popcorn-Kino. Und ich denke mal, hat er dann auch gerne gemacht, wenn er dann dafür seinen Traum verwirklichen kann. Ne? Ja, sehr cool.
Das ist genau. Natürlich, also hätte ich nicht, also Dark wusste ich, dass es ein deutscher, ich habe es noch nicht geguckt, weil es geht ja, glaube ich, um kleine Kinder, die da verschwinden und da hört es dann irgendwo bei mir auf, weil das möchte ich eigentlich mir nicht angucken. Das ist so. Ein Kollege hat mir das auch sehr empfohlen, ich habe aber gesagt, das ist ja, weil wir haben damals einmal den Fehler gemacht, wir haben von Natascha Kampusch die Verfilmung uns angeguckt und die hat mich so psychisch getroffen, wo ich gesagt habe, nee, das will ich mir nicht nochmal angucken. Kennst du den Film? Die sind 3096 Tage. 3096 oder wie der heißt, ne? Genau. Das war so schlimm, also da habe ich gesagt, nee, weil das halt noch so real war. Dark ist natürlich schon abstrakt und Fantasy ein bisschen mit drin, aber es ist schon... Nee, aber guck, das ist jetzt nicht hauptsächlich auf die Kinder, dass sie verschwinden und sowas. Ist ja viel komplexer. Also deswegen guck's dir ruhig an. Also, okay, ja, gut. Es ist schwierig, du musst die ersten 3-4 Folgen durchstehen, sagen wir es mal so, weil es eben so komplex ist und dass es in verschiedenen Zeiten spielt, hast du halt extrem viele Darsteller. Ja. Die aber eben, wie ich schon sagte, so perfekt gecastet sind, dass sie in jedem Alter sich auch ähnlich sehen. Okay, cool. Das fand ich halt echt toll. Es gibt natürlich Kritikpunkte, also ein Kritikpunkt ist die Musik, die oftmals ein bisschen nervt und überbordet und dass es viel zu viel regnet. Okay. Das sind so Sachen, aber ich denke mal, das wird sich vielleicht sogar noch aufklären, weil Baran hat da nur so mit so einem Augenzwinkern gesagt, wartet mal ab. Ne? Also das ist toll. Cool. Also Dark hat mich echt sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Und da gibt es ja jetzt immer mehr. Es gibt ja so viele Aufträge mittlerweile für deutsche Serien, sowie aber auch für deutsche Filme. Ja. Und jetzt wird ja Netflix auch, die müssen jetzt auch in die Filmförderung einzahlen. Ja. Und die müssen ja, glaube ich, wie viel ist das? 30% müssen sie, glaube ich, jetzt von ihrem Programm, was sie uns hier zeigen, auch eigenproduzierte deutsche Serien haben oder zumindest deutsche Filme oder deutsche Produktionen oder europäische. Ist ja nicht verkehrt. Ja, ist ja nicht. Ich meine, man muss ja die Leute, die Rechte auch irgendwo schützen. Aber ich finde zum Beispiel cool von Netflix, also ich habe gehört auch, dass die nicht wirklich rote Zahlen, nicht wirklich schwarze Zahlen schreiben, sondern eher noch rote Zahlen schreiben, weil du, ich meine, du kannst ja nicht, was kostet 33€ im Monat oder was? Da kann man ja nicht so eine Filmproduktion bewirtschaften. Das geht, funktioniert ja gar nicht. Auch wenn der jeder Deutsche da Netflix hat. Also das funktioniert ja gar nicht. Aber ja, und deswegen, ich denke mal, ich finde es sehr gut, dass es sowas gibt und dass die dann auch mal gezeigt haben, Leute, das wird die Zukunft sein. Also das wird einfach online, wird einfach die Zukunft sein. Und ich kenne viele, viele, viele Kollegen, die nach der Arbeit sagen, ich gucke mir kein Fernsehen an, ich gucke Netflix. Ich gucke das, was ich will und nicht das, was da im Fernsehen kommt. Deswegen, ich glaube, das kippt so jetzt ein bisschen. Und dass natürlich jetzt viele sagen, ja, die Zuschauer rennen uns weg, die rennen jetzt alle nur noch nach online. Und ja, naja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ja, ist jetzt viel Unruhe so ein bisschen. Ja, ist richtig. Allerdings sehe ich das so ein bisschen so. Also da ist ja tatsächlich unser Vorzeigesender mittlerweile das ZDF. Ich meine, das war ja früher der Seniorensender, aber durch sein ZDF Neo und das, was sie da auch an Eigenserien machen, da sind ja auch richtig coole Sachen bei. Und die wissen halt auch ganz genau, dass die Zielgruppe es natürlich nicht gucken wird auf Neo oder am ZDF, sondern in den Mediatheken. Genau. Ja, das ist ja genau dasselbe. Ne? Also selbst meine Mutter sagt auch immer, es ist ihr zu anstrengend, die Sachen gucken zu müssen, wenn sie laufen. Auch ein Tatort, da ist sie vielleicht noch nicht fertig um 7:45. Dann hat sie noch gegessen und dann ist sie um 8:30 fertig. Ja, sagt sie, dann gucke ich ihn halt in der Mediathek, wann immer ich ihn gucken möchte. Genau wie die Serien, ne? Du kannst ja vorab schon gucken oder dies oder das. Das finde ich natürlich auch super. Und deswegen, das Fernsehen wird sich verändern, aber es wird sich nicht abschaffen. Es wird halt tatsächlich auch mehr online gehen. Klar muss man gucken, was macht die Jugend. Also mein Sohn guckt halt weder Mediatheken noch irgendwas. Das heißt, er guckt wirklich gar kein Fernsehen mehr, sondern auch nur Netflix, Amazon Prime und YouTube. Ne? Das ist natürlich schon schwierig, weil über diese Plattform bekommst du natürlich keine Nachrichten. Ne, also du bekommst im Grunde nichts vom aktuellen Leben mehr mit, eigentlich. Ja, das fehlt so ein bisschen. Ja, ich sehe, also muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich habe mich jetzt ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und so auseinandergesetzt und ich finde diese ganze, wenn ich mir Nachrichten angucke, dann kriege ich immer einen Puls von 180, weil da ist ja meistens nur Terror und Gewalt und dann so Kinderkram, was ja meistens
wie soll ich das formulieren, was nicht so hundertprozentig schön recherchiert wurde von beiden Seiten, dann hat das immer schon so einen gewissen Ton damit drin, dass man, dass dem Zuschauer quasi schon die Meinung quasi mitpräsentiert wird. Verstehst du, was ich meine? Dass das dann immer so, für eine Seite ist es wohlwollend formuliert und für die andere Seite, das sind alles Doofe und Verbrecher und keine Ahnung was. Also was ich momentan stark verfolge, ist das mit dem Artikel 13, das wirst du wahrscheinlich schon auch mitbekommen haben, was da momentan abgeht. Das ist für mich leider so, das war eigentlich nur, dass es irgendwann kommen muss, weil wie gesagt, die großen Battlesmen und wer auch immer da dahinter hängt, die haben halt Angst, dass sie ihre ganzen Leute, ihre Zuschauer alle verlieren und die müssen natürlich irgendwas auf der Politikebene machen, damit die Leute halt gezwungen sind, trotzdem da noch reinzuzahlen. Weil, aber ich gehe davon aus, das wird jetzt so einen riesigen, das wird schon einen riesen Aufschrei geben, dass die Leute mal merken, so okay, wir wollen halt jetzt nicht nur das, was uns da vorgegaukelt wird im Fernsehen, wir wollen selber entscheiden, was wir konsumieren und was nicht. Und wir wollen auch selber entscheiden, will ich mir jetzt Nachrichten angucken oder nicht. Und ich für mich persönlich habe festgestellt, dass es mir gut tut, wenn ich auch mal einen Monat keine Nachrichten gucke. Ja, kommt vielleicht auf die Nachrichten an. Ja. Ich meine, noch schlimmer als Nachrichten ist ja wirklich mal eine Viertelstunde Facebook, ne? Also dann ja, doch, das ist ja... Das ist ja viel schlimmer als jegliche Nachrichten. Das ist, ja, gut, da geht es ja nur um Werbung und Verkaufen. Aber zum Beispiel, kennst du Daniele Ganzert? Sagt dir da was? Das sagt mir was, ja. Das ist ein Historiker aus der Schweiz und der hat mal einen richtig coolen, der hat zum Beispiel 9-11 analysiert und sowas im Nachhinein und der hat zum Beispiel richtig cool, wenn ich mir eine ganze Woche Nachrichten angucke und am Ende der Woche Tatort angucke, sagt er, dann ist ja die Depression eigentlich schon vorprogrammiert, weil es ist ja nur negativ, 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 weil es halt am meisten, weil sagt er, es gibt ja zwei Arten, einmal dieses Glücksgefühl und einmal diese Angst und diese Angst wirkt bei uns einfach stärker. Und das nutzen natürlich auch die Medien, dass die mehr mit der Angst spielen, weil du dann einfach viel, du kannst dich dann viel, wie soll ich sagen, dein Körper reagiert einfach einfacher auf Angst und ist voll drin in dieser Angst, anstatt das andersrum, dass du dann glücklich bist und so. Also machen dann viele Nachrichten, das ist ja nicht neutral, das geht ja meistens schon mehr um Terror und Gewalt in den Nachrichten. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Tagesschau angucke oder so. Da ist ja jetzt nichts. Und wenn ich mir dann natürlich das Pendant-Extrembeispiel RTL 2 News angucke, wo ich sage, das geht auch gar nicht. Also das ist ja, dass das überhaupt ausgestrahlt werden darf, ist schon eine Frechheit. Also das ist, ja, ich find beides nicht gut. Ja. Aber da muss man so seinen Weg finden. Ja, ja, ich gucke halt jetzt, gut, Tagesschau ist jetzt auch irgendwann raus, weil im Grunde, ich bin halt sehr viel online unterwegs, schaue dann auch wirklich einmal am Tag oder zweimal am Tag bei RP Online zum Beispiel rein. Mhm. Das ist hier ne, unsere große Plattform, größte Tageszeitung mit. Da gucke ich halt mal, was ist so passiert. Natürlich auch hauptsächlich auch ums, da geht es mir auch ums Lokale, was ist hier so in meiner Stadt passiert. Mhm. Ne, was gibt es für neue Sachen, wo kann man sich mal blicken lassen oder was auch immer. Da kriegst du natürlich dann schon alles mit. Ja. Und ich bin auch noch jemand, der guckt sich tatsächlich auch einmal am Tag so, klickt sich durch den Videotext. Mhm. Ja, so ein bisschen, guckt da auch nochmal rein. Dann bin ich natürlich schon informiert, auch. Weil es für mich auch wichtig ist, weil ich auch politisch engagiert bin und auch sage, nur rumsitzen und abwarten, dass andere was für einen machen, reicht halt nicht. Ne? Und deswegen wäre es vielleicht auch cool, wirklich auch vielleicht mal sich mal an eine Doku zu wagen und auch mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was die Leute vielleicht auch aufrüttelt, was eben wirklich nicht fiktiv ist oder sowas. Ja. Ne? Also das finde ich halt auch ganz gut. Ich meine, da gibt es ja auch immer mehr bekannte, ob jetzt Darsteller oder was auch immer in Deutschland, die eben Partei ergreifen für gewisse Organisationen und sowas. Eben ob jetzt Klimaschutz oder Tierschutz oder was auch immer. Ne? Also da muss man halt auch immer mal gucken, was kann man tun. Aber was ich glaube, was besser funktioniert, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Kino gehe, dann gehe ich ja ins Kino, um von meinem ganzen Alltag so ein bisschen Abstand zu nehmen. Ins Kino gehe ich, damit ich so mal abschalten kann, einfach so die Bilder auf mich wirken lassen kann und dann einfach mal und dann nach Hause gehe und sage, ja, das war ein schöner Kinofilm. Oder ich bin dann halt so geflasht. Dann möchte ich aber nicht ins Kino gehen eigentlich, dass ich dann irgendwie so Trauer und Wut und so mit Dokumentation ist ja schon ein bisschen harte Kost. Also das dann zu verstehen und dann auch selber, musst du
noch selber drüber nachdenken. Und das ist ja das, was die Hollywood-Filme ja genau richtig machen. Du musst ja gar nicht denken. Das ist ja das, glaube ich, warum viele dann auch sagen, okay, deswegen gucke ich mir das eher an. Oder es trifft dann eher die breitere Masse, weil sie halt nicht denken müssen, sondern einfach nur, ja, pff. Also das, die Filme sind ja schon für Dumme gemacht, das ist ja, also wer das nicht versteht, der, ne? Und so ein Dokumentarfilm, da musst du ja schon mitdenken und das ist dann, glaube ich, warum das nicht so funktioniert dann bei vielen, bei der großen Masse, ja. Ja, ich meine, ist klar, es gibt natürlich jetzt auch dann das Independent-Kino, es gibt die Arthouse-Sachen, die auch im Kino laufen, klar, die dann nicht die breite Masse, aber da gibt es ja auch genug Leute, die sagen, ich möchte halt natürlich auch schon gefordert werden. Klar bin ich auch jemand, der auch einfach sagt, okay, heute einfach mal, ich hatte einen anstrengenden Tag, jetzt möchte ich dumpfes Hollywood-Popcorn-Kino, genau, ich möchte einfach unterhalten werden. Du weißt ja auch, was du kriegst, es ist nach demselben Schema alles aufgebaut, ne, im Grunde. Und du kannst alles austauschen eigentlich, ja, und dann kriegst du halt dein Paket. Und ja, wenn du dich einfach brieseln lässt und nicht weiter darüber nachdenkst, macht es auch Spaß, ja. Auf jeden Fall, ja. Ist ja Marvel. Cool. Marvel ist das beste Beispiel eigentlich, ja. Ja, die bauen alles aufeinander auf und da musst du die und da und das und dies und das. Und die haben die Leute mittlerweile gezwungen, bis nach dem Abspann sitzen zu bleiben, weil jeder weiß, da kommt noch was. Ja, eigentlich schön für alle Filmschaffenden, so gucken sich die Leute auch länger den Abspann mal an. Und das funktioniert halt auch alles nach demselben System. Ne? Und das Krasse war, Marvel, die waren ja eigentlich pleite. Das war, die haben ja wirklich gesagt, ey, die Comic-Heftchen verkaufen sich nicht mehr, jetzt nehmen wir unsere letzten Euros oder Dollars und jetzt machen wir mal richtig krass. Und das, ich glaube, ging ja los mit Iron Man, war, glaube ich, so der erste, den sie rausgehauen haben. Und da ging es dann richtig nach vorne. Und die machen ja nur, die hauen jetzt einen Film nach dem anderen raus. Und das ist ja der Wahnsinn. Aber das geht ja mittlerweile in die Milliarden. Genau, Ergebnisse, das ist Wahnsinn, ja. Ja, aber ist schon, wenn Marvel draufsteht, dann rennt schon jeder ins Kino. Das ist so. Ja. Das ist schon. Weil das ist ja genau diese Kunst, die ich meine, du guckst einfach und du verstehst es. Also das ist ja wirklich, Filme gucken für Dummies. Das ist ja. Das ist wirklich. Und da sind da so ein paar, wie du sagst, so ein paar Eckpunkte, wo du dann sagst, okay, wenn ich den Film schon gesehen habe, dann habe ich jetzt diesen Dialog habe ich dann auch besser verstanden. Was ja die Leute dann auch wiederholt. Das ist schon, die haben es schon richtig cool gemacht. Ich würde gerne noch weitermachen und zwar Marketing. Ja. Jetzt so als Schauspieler, um dich selber zu verkaufen. Wie was würdest du da für Tipps geben für Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt auch mein Schauspielstudium fertig. Vitamin B habe ich jetzt nicht so. Was könnten die dann machen? Was könnten die machen? Das ist ja dieser böse Kreislauf, ne? Du willst dich auf eine Rolle bewerben und dann heißt es, ja, schick mal dein Showreel. Ja, ich habe ja kein Showreel, weil ich bin ja noch neu, ich habe ja noch nichts gedreht. Ja, okay, dann musst du erstmal was drehen für dein Showreel. Ja gut, aber um was zu drehen, brauchst du ein Showreel. Also das ist halt so ein ganz fieser Kreislauf. Mhm. Das haben wir halt im Actors Circle auch, das sind halt viele Schauspielschüler, die einen Abschluss gemacht haben und gesagt haben, ja und nun? Gut, dann empfehlen die einen, ja dann starte doch beim Fernsehen erstmal bei dem ganzen Mist durch. So RTL, Sat.1, Nachmittagskram. Ja, ich schneide da nicht raus, ich lasse das drin, weil das stimmt. Ja? Und dann denkst du so, ja, okay, habe ich auch schon gemacht, ja. Also ich habe tatsächlich schon ein paar Mal bei Auf Streife mitgespielt, einfach weil ich da Spaß dran habe, ja. Weil das auch nicht ganz so schlimm ist, weil das ist eben echt und du hast nur einen Take. Du weißt, jetzt kommt die Kamera, die Polizei ist echt, die sind dabei. Du machst das einmal durch, fertig, kannst wieder nach Hause. Ah, ist die Polizei echt? Hätte ich nicht gedacht. Die Polizei ist echt, ja. Die sind für den Tag abgestellt, sie wissen, dass sie drehen, sie wissen aber nicht, was sie drehen. Okay. Das heißt, sie kriegen tatsächlich live mit der laufenden Kamera, kriegen sie das und das und das ist passiert, da und da müsst ihr hin. Okay, und das machen die dann. Und deswegen musst du dich als Schauspieler auch wirklich ordentlich verhalten, weil die Polizisten sich echt verhalten. Das heißt, wenn du die blöd anmachst, dann kriegst du auch mal einen drauf. Dann landest du auch mal auf dem Boden und kriegst Handschellen an. Ja, das ist denen egal, weil die reagieren halt so, wie sie reagieren würden. Ja. Und das sind natürlich so Sachen... Da sind dann auch viele Anfänger bei und dann sagen die immer, oh, du machst sowas auch noch. Ich sage, ja, ich hatte Zeit und hatte einfach Bock drauf. Ne? Da hatte ich bei mir im Talk zum Beispiel einen amerikanischen Schauspieler, der ist nach Deutschland gezogen und hat auch gesagt, ich finde das komisch, dass in Amerika drehen wir alles Mögliche und hier sagen die Leute, nee, das darfst du nicht drehen, das darfst du nicht drehen und das auch nicht, das sieht dann schlecht in deiner Vita aus. Sagt er, soll ich dann monatelang zu Hause rumsitzen und nichts machen? Sagt er, dann verliere ich ja auch meine Praxis, meine Spielpraxis. Genau. Sagt er, also drehe ich alles, sagt er, ich nehme alles mit und kriege trotzdem meine guten Sachen. Ne? Und so wurde das halt auch empfohlen und gesagt, ja, da kannst du vielleicht ein bisschen Kameraerfahrung sammeln, aber das Material kannst du ja nicht für dein Showreel benutzen, weil da ist ja nichts. Weil du hast ja kein richtiges Schauspiel, du hast keine ausgearbeiteten Dialoge, du hast auch meistens keine Anspielpartner, weil dann hast du ja doch irgendwelche Laien dabei. Um eben dann voranzukommen,
geh an die Filmhochschulen, ne? Okay. Ne, an die Film, es gibt ja mittlerweile hier in Nordrhein-Westfalen gibt es ja, weiß ich nicht, 15, 20 Stück. Du hast die KHM, die IFS, die ganzen Hochschulen in Schwerte, in Bochum, in Dortmund, wo überall Regie studiert wird. Und die müssen ja alle Abschlussfilme machen. Diplomfilme, Abschlussfilme, Zwischenfilme, und die brauchen ja immer Darsteller. Das heißt, da gibt es schwarze Bretter, oder es gibt halt bei Casting Network oder bei Crew United oder wo auch immer Ausschreibungen auch von denen, oder eben auch, ich habe ja bei Facebook die Schauspieljobs-Gruppe, ja, wo eben wirklich auch sehr viele Jobs gepostet werden. Da sind auch solche Sachen bei. Und wenn du da weißt du halt, das ist schon qualitativ hochwertiger. Da wirst du als Schauspieler auch gefordert, gerade auch als junger Schauspieler, sodass du ein bisschen Material zusammenkriegst. Jetzt gibt es die Älteren, die dann sagen, würde ich niemals machen, ihr macht die Preise kaputt. Ja. Jein. Ne? Die haben halt das Budget nicht und haben vielleicht von der Schule kriegen sie vielleicht 3.000 Euro insgesamt. Dann müssen sie Equipment haben und Catering und vielleicht ein paar Fahrtkosten. Und da bleibt für die Schauspieler meistens nichts übrig. Ja, da bleibt ja gar nichts übrig. Da ist ja schon die Kameramiete ist ja meistens. Also wenn du hochwertig produzieren willst, sind ja 3.000 Euro für die Ausrüstung ist ja schon weg. Ja, das ist ja. Genau. Und da sage ich halt dann immer wieder, ist ja okay, wenn du als ausgebildeter Schauspieler, der vielleicht schon ein bisschen was gemacht hat, wenn du sagst, es ist für mich nichts und ich möchte es nicht machen, ist das okay, aber dann macht die anderen nicht schlecht, die eben sagen, ich möchte Erfahrung sammeln oder brauche noch ein bisschen Material oder was auch immer. Ne? Also so hast du eine Möglichkeit, zum Beispiel Material für dein Showreel zu kriegen. Dann wiederum lass dich blicken auf Filmpremieren. Ja, man muss immer gucken, wo ist jetzt eine Premiere. Jetzt war gestern, glaube ich, von dem Film Trautmann die Premiere in Berlin und da gibt es jetzt auch, glaube ich, in Köln auch nochmal Premiere mit Darstellern, mit Regisseur. Du hast die Möglichkeit, mit denen zu quatschen, einen Film gucken, dann erfährst du darüber was. Zu solchen Sachen gehen. Zu solchen Sachen wirklich als Schauspieler hingehen. Ne? Vielleicht mit 2, 3 Leuten zusammen, damit es nicht ganz so doof ist, wenn du keinen kennst. Hallo hier. Genau. Ich bin auch Schauspieler. Hallo? Will einer mit mir reden? Genau. Und ja, und da einfach ein bisschen ins Gespräch kommen, ja, und ein bisschen quatschen, also sich blicken lassen. Genauso dann, mach eine Facebook-Seite, ja, zum Profil. Ne? Eine schöne Seite, wo du eben was über dich erzählst. Ne? Wenn du jetzt keine Homepage hast, kannst du natürlich auch eine Homepage dafür nehmen. Und ja, gucken, dass du vielleicht ein paar Leute kriegst, die dich mögen, die dich dann supporten, die sagen, okay, das gefällt mir. Und wenn du dann mal was gedreht hast, dann setz dir einen Link da rein, machst ein paar Fotos vom Dreh, vom Set, ne? Sowas zum Beispiel auch. Instagram, genau dasselbe, ne? Instagram-Profil machen und da auch, kommt halt darauf an, was du da willst, aber wenn du als Schauspieler vorankommen willst, dann postest du halt hauptsächlich relevante Sachen, die mit dir und deinem Job zu tun haben. Ja, und da hast du dann deine Follower auch, das werden vielleicht mehr, vielleicht auch nicht, vielleicht hält sich das bei einer bestimmten Zahl, aber solche Sachen, dass du da immer darauf hinverweisen kannst, ne? Sagen kannst, ja, was hast denn du so gemacht? Was bist denn du so für eine? Ja, guck mal bei mir im Profil, Instagram oder meine Facebook-Seite. Das ist so das Marketing, was man auf jeden Fall machen sollte. Ne? Vielleicht auch je nachdem, wie weit man jetzt ist, wenn man schon länger aus der Schule raus ist, vielleicht mal einen Workshop machen, sich ein bisschen fortbilden, ne? Ein Coaching machen, nochmal Kamera-Acting, sodass man wirklich nicht aus der Übung kommt. Und das sind so die Tipps für Schauspieler, das wirklich alles zu machen. Also nicht rumsitzen zu Hause, sondern wirklich machen, machen, machen und immer gucken, wo sind andere Schauspieler, wo treffen sich die Leute und dazugehen und einfach ein bisschen mitquatschen. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren sehr coole Tipps für Leute, die gerade anfangen. Und ich würde das genauso machen, weil zum Beispiel bei der Videografengruppe, die ich habe, da ist das auch so, dass viele sagen, nein, ich will das nicht gratis machen. Aber wo wir dann auch sagen, so, mach es doch am Anfang. Versuche es doch einfach zu machen und wenn es kostenlos ist, wenn du jetzt zum Beispiel Hochzeitsfilme machst, dann ist das so, aber du brauchst dein Portfolio. Ich meine, du kannst dann auch Ansprüche stellen, jetzt gerade in der Hochzeitsfilmbranche, wenn du sagst, okay, ich filme eure Hochzeit für Nulu, aber das muss eine geile Hochzeit sein. Dann will ich schon Schloss, Pferd, Kutsche, alles dabei. Also, ja. So kann man das ja dann auch machen, ja. Und wenn man dann das Portfolio aufgebaut hat, wo ich sage, das sollten dann schon mindestens 3 verschiedene Referenzen sein, weil eins alleine bringt dann auch nichts, richtig, dann geht es, glaube ich, erst richtig los. Ja. Und wenn du dann so wie du dann sagst, okay, von 20 bezahlten Drehtagen, da kann ich das ganze Jahr von leben, dann funktioniert es, glaube ich, schon irgendwann. Ja. Ist natürlich ein weiter Weg. Viele haben, glaube ich, immer die Vorstellung, ich bin jetzt fertig mit dem Studium, fertig mit der Ausbildung und jetzt verdiene ich dicke Kohle. Wo ich dann sage, nein, warum? Du musst ja erstmal Praxis, du hast es theoretisch jetzt alles gelernt und jetzt musst du musst du erst noch beweisen, dass du es auch umsetzen kannst. Das ist...
Richtig. Obwohl, du hast jetzt die Hochzeitsvideos genannt, da will ich ja trotzdem, ich meine, das wird ja auch gesucht, also wenn du dich da irgendwie, das wird ja jetzt weniger in den Filmemachergruppen, aber so zum Beispiel in diesen Netzwerkgruppen und sowas, oder was mache ich in meiner Stadt wo, da wird ja fast täglich gefragt, wer fotografiert unsere Hochzeit, wer filmt unsere Hochzeit, aber ein gewisses Budget ist ja doch immer vorhanden, auch wenn es sehr wenig ist, aber die wissen halt auch, dass es was kostet, aber die haben halt keine 1.500 bis 2.500 Euro. Aber wenn du da halt sagst, okay, für 500 Euro, um eben mein Portfolio zu erweitern, genau, ist ja auch schon mal was. Vielleicht kriegst du noch ein leckeres Essen dazu. Genau, so habe ich das auch gemacht. Also ich habe es auch nicht gratis gemacht. Ich habe meine ersten Aufträge, mein allererster Auftrag war, glaube ich, 250 Euro. Aber da hatte ich auch, da konnte ich nichts vorweisen. Und das, und wenn du mal eine Hochzeit gefilmt hast, dann weißt du, wie schwierig das eigentlich ist. Und wenn du dann diese ganzen Fehlerchen am Anfang gemacht hast, dann da lernt man ja auch draus. Ja. Richtig. Ja, eine Hochzeit habe ich auch schon gefilmt tatsächlich, ja, von einem Freund, der hat mich auch angesprochen und sagt, du kannst da auch mit Kamera umgehen und machst auch ein bisschen. Ich so, ja, ja, alles klar. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, wie aufwendig das alles ist, ne, vor allem noch viel schlimmer ist ja wirklich der Schnitt hinterher. Das Filmen macht ja noch Spaß, aber wenn du dann, boah, furchtbar. Ja, da brechen auch viele ab und sagen, hör mal zu, ich kriege A, weniger Geld, hab B, mehr Stress. Nee, das mache ich nicht. Und das ist, viele, wo ich jetzt gerade so dran bin, die verstehen das gar nicht, was es bedeutet, sowas zu filmen, weil es ist einfach super sau anstrengend. Es ist, du kannst ja nicht sagen, so, Cut, Stopp, hier nochmal, das geht nicht. Du musst das im Kasten haben. Und wenn du das dann verwackelt hast und verschwommen hast, dann ist es scheiße, dann ist es quasi nie passiert. Weil alles, was nicht gefilmt wurde, ist nie passiert. Das ist einfach so, ja. Richtig, ja. Marketing, haben wir soweit durch. Du hast sehr coole Tipps gegeben für Leute, die die Aufträge suchen, die da sich zusammen... Ich bin jetzt momentan auch dran und baue auch so ein Portal auf, wo man dann Leute finden kann, die sich da, die zum Beispiel Aufträge suchen und sowas alles und das so ein bisschen erklären, auch für die Gegenseite, dass die dann auch verstehen, dass es nichts bringt, wenn du jetzt einen Schauspieler oder irgendjemanden hast, der keine Ahnung hat, sondern dass du dann schon die dann Leute da auch für diese Fähigkeiten, die die haben, auch vernünftig bezahlen musst, weil das ist so noch so ein bisschen, wie du schon sagst, und das Krasse ist so, Deutschland, wenn man das vergleicht, Deutschland, USA, das sind schon riesen Gegensätze. Finde ich cool, dass du das angesprochen hast mit dem Schauspieler, der gesagt hat, also in Amerika ist scheißegal, was du Hauptsache du filmst, und finde ich richtig cool. Sind wir am Ende? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Boah, so unbedingt? ja, unterstützt den deutschen Film. Nein, aber der deutsche Film ist es wert, geguckt und unterstützt zu werden. Und auch die deutschen Serien. Auf jeden Fall. Also es gibt immer wieder so gute, also ich würde sagen, wirklich jede Woche irgendwas richtig, richtig Gutes. Und vor allen Dingen auch im Kurzfilmbereich. Wir haben ja viele tolle Festivals. Und wenn man sich da mal ein bisschen umschaut... Also von den Leuten, die jetzt auch bei mir waren, haben jetzt einige wirklich Preise gewonnen, international sogar. Also das freut mich sehr. Und es gibt so viele tolle, junge Filmemacher. Ja, und die müssen halt einfach auch unterstützt werden. Und da muss es auch mehr Plattformen geben. Ich finde es schade so ein bisschen, dass es nichts für Kurzfilme so richtig gibt. Okay. Ne? Also das finde ich ein bisschen schade, weil da gibt es echt mal oftmals richtig, richtig gute Sachen. Also außer YouTube jetzt, aber das ist halt, da kannst du ja nicht suchen. Wenn es jetzt einen Kurzfilm YouTube geben würde, wo nur einfach nur Kurzfilme sind, nach verschiedenen Genres sortiert, das fände ich richtig cool. Okay, ja, wäre eine Idee. Dann vielleicht baue ich da mal was. Das ist. Warum nicht, ne? Ich meine, Amazon Prime bietet dir halt die Möglichkeit, ne? Es kann ja jeder, der lustig ist, seinen Film bei Amazon hochladen. Und du kriegst ja sogar Geld dafür. Ne? Also so ist es nicht tatsächlich. Du kriegst halt pro gestreamte Stunde kriegst du so und so viel Cent. Und da hatte ich jetzt letztens auch mit einem Filmemacher gesprochen, der hat auch eine Doku gemacht, die hat er bei Amazon Prime hochgeladen. Und der hat knapp 120.000 Euro damit verdient. Wow, cool. Ja, weil er eine Nische bedient hat und weil es wirklich viele geguckt haben und Amazon da doch relativ okay bezahlt. Weil du kannst ja die Sachen sagen, okay, es ist in Prime, es ist kostenlos. Und du kannst sagen, die Leute sollen fürs Leihen zahlen und du kannst es auch zum Verkauf anbieten. Hier, unser Kurzfilm, der Monitor, der ist jetzt auch einmal verkauft worden in SD für 2,99 Euro. Und da gab es dann von den 2,99 Euro von Amazon tatsächlich 1,36 Euro ab. Okay, cool. Und das finde ich echt fair. Also so hast du eine Möglichkeit, so kannst du deine, das sind auch in meinem Umkreis einige, die haben ihre Filme halt bei Amazon Prime hochgeladen. Klingt natürlich auch ganz anders, ne? Sagen, wo gibt es denn deinen Film, dann sagst du ja bei YouTube oder du sagst, läuft gerade bei Amazon Prime. Ja, das ist ganz anders, natürlich. Ja. Ne? Und
ist eine Möglichkeit, die man als Filmemacher auf jeden Fall mitnutzen sollte. Ja, cool. Ich werde da mal, das finde ich sehr cool, weil ich wusste das zum Beispiel nicht, dass du da selber deine Sachen hochladen kannst. Mhm. Ich werde da mal ein cooles, das wird mich auch selber interessieren, wie man das macht, versuchen ein Tutorial-Video zu machen, wie man bei Amazon Prime dann seinen Film, dass man da, also mir geht es nicht darum, dass man den für Nulu anbietet, sondern dass man da so wie du auch wirklich Geld mit verdient, weil ich finde das einfach fair. Da steckt Arbeit, wie gesagt, Liebe drin, dass man da auch sagt, hör mal zu, also 2,99 €, da kann man schon mal für einen Film investieren. Also das ist jetzt nicht so die Welt. Genau. Ja, finde ich sehr cool. Ich werde das auch verlinken, monitoriert. Ich suche das mal raus, dass die Leute das dann ordentlich, dass so mehr, dass die Leute das auch mal in HD sehen können. Auf jeden Fall, ja. Weil unter dem geht ja gar nicht so. Aber das wird meiner Meinung nach auch die Zukunft sein mit diesen Streaming-Diensten. Dass du dann nicht in, ich finde es ja mega cool, dass du halt nicht irgendwo hinrennen musst, musst den Film ausleihen und den, oh scheiße, ich muss den um 9 Uhr wieder zurückgebracht haben, sondern ja, also das wird, glaube ich, immer on demand heißt das ja, glaube ich, ne? Ist ja irgendwie so der Oberbegriff, ja. Genau, ja. Wir sind am Ende, Schnellfragerunde. Und zwar würde ich gerne einfach, das sind die folgenden Sätze einfach ergänzt. Bist du bereit? Ja. Deine drei wichtigsten Tipps für eine erfolgreiche Filmproduktion sind? Gutes Drehbuch, gute Darsteller, gutes Filmteam. Okay. Wenn du jetzt, ich muss das ein bisschen umformulieren, wenn du dein eigenes Setting so zusammenbauen würdest, um jetzt einen perfekten Film zu machen, wie würde das aussehen? Boah, bunt. perfektes Setting wäre ein Fantasy-Setting. Irgendwas ganz Tolles, tolle Gebäude in einem Riesenwald. Cool. Dein Lieblingsbuch ist? Oh Gott, ja. Ich habe es vergessen, wie es heißt, von Clive Barker. Imagica von Clive Barker. Okay. Dein Lieblingszitat ist? Mein Lieblingszitat? Yippie-Aye, Schweinebacke. In 5 Jahren werden Videos? Werden Videos nur noch online verfügbar sein. Dein Vorbild ist? John Carpenter. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, E-Mail-Adresse? Meine Webseite ist www.stefanjob.de in einem und E-Mail klar info@stefanjob.de. Wunderbar. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute Morgen für mich Zeit hattest. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich würde gerne, ich könnte also ehrlich gesagt noch 3 Stunden mit dir quatschen. Aber das Problem ist, allein schon diese Stunde Interview, sagen die meisten, oh, das geht ja eine Stunde. Also ich höre von, hör von vielen, die sagen, das ist mega cool. Die hören das immer so nebenbei und so, wenn die irgendwas basteln an der Kamera oder am Set. Aber es ist halt schon eine lange Zeit. Deswegen muss ich das Ganze leider begrenzen, sonst ja, du wirst es ja wahrscheinlich kennen, du machst ja, hast ja das Gleiche gemacht, du machst ja das Gleiche, dass man da, dass man da das unterbrechen muss, ja. Ich bedanke mich, wie gesagt, und ich werde das alles unten in die Kommentare packen, wenn ihr noch Fragen habt zu Stefan Job, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt und so, ich denke mir, das wird nicht das letzte Mal sein, dann stellt es einfach rein, vielleicht wiederholen wir das Ganze, aber nur, wenn ihr das unten reinschreibt und euch daran auch beteiligt, also jetzt nicht finanziell, sondern einfach reinschreibt, was ihr gerne wissen wollt und dann denke ich mal, könnten wir das auch nochmal wiederholen. Ja, super. Sven, ich danke dir, dass ich da sein durfte. War echt spannend. Hat mir auch Spaß gemacht, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Das war auf jeden Fall super. Und ciao, ich wünsche euch allen auch einen schönen Tag, eine schöne Woche und gute Drehs. Danke dir. Danke dir.